bin da in einem Gebiet, wo die rote Pestwurz zu Hause ist. Und ich mag euch jetzt die Wurzeln näher zeigen. Gleich am Anfang fällt auf, erstens, es gibt wirklich Wurzeln und ein Rhizom. Das heißt, die Pestwurz ist eine mehrjährige Pflanze. Bedeutet, nach ihrem Lebenszyklus im Winter zieht sie sich zurück. Diese Riesenblätter, die was jetzt nach der Blüte erst so richtig ausgebildet hat, dienen jetzt dazu, Energie zu speichern. Und das Speichern funktioniert eben in dieser Knolle. Ihr seht, das kann ziemlich unterschiedlich ausfallen. Das ist nur ein sehr junges Exemplar. Da sehen wir schon ein älteres Exemplar. Schaut mal, ihr habt da jetzt schon die Überraschung gesehen, das habe ich auseinandergeschnitten. Aber das ist eben so groß schon. Und man sieht, da bildet schon wieder Austriebe. Also da ist dann anzunehmen, dass im neuen Jahr neue Pestwurzen Blüten austreiben werden. Wenn man da jetzt einmal reinschaut, es ist ganz verholzt. Also die Pestwurzen sind auch nicht für die menschliche Ernährung geeignet. Also wir können vergessen, dass man da nach Wurzeln irgendwie grabt, weil man glaubt, man wird dann satt. Und selbst wenn es essbar wären, so hart wie das ist, kann man das ziemlich vergessen. Ja, also ihr wisst jetzt, Pestwurz, mehrjährige Pflanzen, kommt aufs Alter davon, wie das Ganze vom Wurzelaufbau ausschaut. Aber einst heilen sie alle, sie haben nicht nur diese feinen Verankerungswurzeln, sondern eben auch ein Speicherorgan. Und ja, das habt ihr so mitgesehen.